Liebe Zuschauer, die sich auf meinem Kanal verirrt haben, ich begrüße euch zu einer kleinen Runde von Underwood Football Manager 2 mit mir, dem Mr. Mangobaum. Richtig, ja, letzte Folge, was war letzte Folge genau, da habe ich schon mal angefangen, ein paar Spieler zu ziehen, weil heute ist das Special 250 Spieler, also Konsti hat eingewilligt, er findet das sogar ganz cool, dass ich das mache, und ich will, bevor wir das machen, noch ein paar Dinge sagen. Also zum einen, das habe ich ja Konsti auch schon geschrieben, irgendwie alle seine Kommentare, die er unter FIFA Mobile geschrieben hat, unter einem Spiel, was ich auch spiele, sind weg. Ich weiß nicht wieso, und es ist halt auch dumm, ich kriege die über YouTube als Benachrichtigung, aber dann könnte ich mir den ja theoretisch einen Screenshot von machen von dem Kommentar, das geht aber nicht, weil der mir nicht komplett angezeigt wird, sondern mir nur ein kleiner Teil. Deshalb schlage ich vor, Konsti, all deine Tipps, die jetzt doch in deinem Kopf herumschwören, schreibst du mal für FIFA Mobile bitte unter dieses Video, weil du hast da sicherlich schon einiges geschrieben, was jetzt leider für mich weg ist. Das ist ja leider so. Also wäre es cool, wenn du das unter dieses Video schreiben könntest. Und was ich sagen will, Konsti, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und streamt auf Twitch. Genau, und der heißt, glaube ich, auf YouTube, das seht ihr eigentlich auch in den Kommentaren, KonstiFM 1985. Und für die, die zu dumm sind, sich ja das einzutippen bei YouTube, für die blende ich jetzt nochmal ganz kurz den Namen ein, wie es alles richtig geschrieben wird. Genau. Und auf Twitch, ich weiß gar nicht, wie er da heißt. Ich glaube, da heißt er auch KonstiFM 1985. Genau. Da streamt er halt, und ich glaube, seine Streams, die lädt er dann auf YouTube hoch. Genau, der streamt dort FIFA Mobile. Das habe ich bisher schon gesehen. Richtig, da habe ich mal ganz kurz vorbeigeschaut. Das Problem war aber, dass irgendwie der Stream irgendwie die ganze Zeit hingeblieben ist. Und deshalb konnte ich ihn nicht weiterschauen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern wir wollen erstmal schauen, wer hier verletzt ist. Oh ne, Krause und Normand. Aber die werden bis zum nächsten Spiel fit sein. Ich schaue mal kurz, wie ich gewonnen habe, weil da gab es eigentlich so ein knappes Spiel. Das ging. Gegen wen waren das? War das gegen die Napoli? Nee, oder? Oder? Na egal, auf jeden Fall haben wir. Stehen wir eigentlich ganz gut da. Die Napoli, ist der das? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall mit jemandem habe ich mir sogar ein Duell geliefert, aber weil er halt besser war als ich und mich irgendwie ein bisschen angegriffen hat, habe ich ihn zurück angegriffen. Aber auf jeden Fall genauso. Jetzt werden wir heute nur 250 Spieler ziehen. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht es gleich mal los. Hier ein bisschen noch was rein. Und ja, dann geht's los. Sind es 250? Sind es 253? Aber im Thumbnail werdet ihr 250 lesen. Richtig. So, und dann habe ich ja noch Gold-Spieler, wie ihr seht. Den ziehe ich ganz am Ende. Also, auf geht's. Gut, ich habe übrigens schon mal ein bisschen privat noch ein paar Spieler gezogen. Da habe ich einen 3-Sterne-Torwart bekommen. Den habe ich jetzt als Ersatztorwart und den anderen Torwart, den ich mal behalten habe. Das habe ich auch, und glaube, das war auch in dem Video drin im letzten. Den habe ich dann wieder verkauft. Genau. Richtig, damit ich mal einen guten Ersatztorwart habe. Also, wie gesagt, ich brauche 3-Sterne-Spieler oder besser. Manche Positionen sogar 4 Sterne. 2 Sterne würde mir nur bei rechts außen, glaube ich, genügen. Kann sein, dass ich schon einen weggeklickt habe. Weil ich dann aber einen 1-Sterne-Spieler als Ersatz habe. Richtig. Gut. Ja. Und wie war euer Tag so? Also meiner war heute, naja, stressig nicht unbedingt. Aber geht mir nicht ganz gut. Ich probiere das jetzt immer so aus. Ein Video. Also ich lade ja 4 Videos in der Woche hoch, und ich mache das eigentlich immer so, dass ich alle an einem Tag aufnehme, nämlich Montag. Aber heute hätte ich das alles nicht geschafft. Und deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es doch klüger, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Den verpflichte ich. Ob es nicht vielleicht doch klüger wäre,
jeden Tag einzeln aufzunehmen, also an denen ich wahrscheinlich hochlade, also an vier verschiedenen Tagen. Und das probiere ich heute mal, in dieser Woche mal aus. Und es ist, wenn das hinhaut, wäre es auch ganz gut, nämlich dann konnte ich viel besser auf Vorschläge eingehen, weil dann produziere ich gar nicht vor. Rechtsverteidiger. Direkt. Okay. Gut. Direkt. Magnin verkaufen. Gut. Magnin. Warte mal, Just, den brauche ich ja gar nicht. Ach ja, ich habe da schon rechts außen. Oh nee, das Magnin war schon weg. Ja, Just, dann brauche ich dich doch nicht. Ja, Magnin, ja genau, den hatten wir ja schon mal verkauft. Ja, dann verpflichte ich jetzt erstmal den. Rechtsverteidiger. Flick Sampson. So, und ihr habt euch sicher vielleicht gewundert, warum ich gerade einen 5-Sterne-Spieler als Linksverteidiger habe und der noch nicht in der Startelf spielt. Das mache ich alles noch im nächsten Video. Ich werde ihm dann auch alle Gegenstände, also die besten Gegenstände, die ich habe, so geben. Aber heute mache ich halt nur das. Also ich werde das nicht vergessen. Also der wird wahrscheinlich bald mein Stammspieler sein. Ist er wahrscheinlich schon, wenn er die gleich starken Items hat, also so Schoner und sowas wie da Roberto. Dann ist er sicher besser als er. Also im nächsten Video werde ich das dann alles machen. Genau. Oder ich werde es zwischendurch machen, weil wie gesagt, ich nehme jetzt nicht mehr an einem Tag auf alles. Deshalb wird das dann wahrscheinlich freitags sein. Also in 4 Tagen und bis dahin werde ich es wahrscheinlich schon gemacht haben. Genau. Übrigens, die Liga, das sah am Anfang eigentlich gar nicht so gut aus. Also waren schon ziemlich krasse dabei. Aber mein Ziel ist eigentlich da zu bleiben, weil ich will gar nicht aufsteigen. Konsti ist, glaube ich, aufgestiegen in Liga B. Und das ist ein bisschen zu stark, glaube ich, dort für ihn. Charlie Wood. Ja, das ist. Du bist mein Mann. Ja, du gehst nicht. Warum gehst du jetzt nicht? Weil ich nehme den mit, weil ja, der Kujo schlechter ist. Genau. Den können wir verkaufen. Und dann verpflichten wir. Ich habe übrigens hier Fähigkeitspunkte bekommen. Und da habe ich ein bisschen investiert, dass ich glaube 3 oder 4 Stück Sachen beim Pfandleihhaus bauen kann. Gleichzeitig. Und dann habe ich dann noch investiert einmal, dass die maximale Obergrenze beim Polizeirevier da, dass ich auf 50% beim Trainingsplatz gehen kann. Genau. Dass da 5 Polizisten platzieren kann. Weil der Polizei. Gebäude ist eigentlich auch ein ziemlich wichtiges Gebäude. Richtig. So. Ja. Ob wir heute noch einen 4-Sterne-Spieler ziehen? Ach, ich habe ja Konsti mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. So, da bin ich wieder. Musste ganz kurz gerade einen Cut machen. Weil ich mal unterbrochen wurde. Richtig. Habe ich jetzt eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich glaube schon. Ja. Gut, dann lassen, ja, genau, 4-Sterne-Spieler, ach nee, genau, ja, durch die Unterbrechung bin ich jetzt ein bisschen raus. Genau, es ging darum, ich habe mal Konsti gefragt, wie es bei ihm eigentlich mit den Chancen im Trainingsplatz aussieht, weil ich habe ja, glaube 95% Chance auf einen 2-Sterne-Spieler, also auf die hier, also 19 von 20 Stück, sozusagen. Also wenn man so ein Drehrad hätte, wäre schon ziemlich viel damit ausgefüllt, wir sind Glücksrad, 4,5% 3-Sterne-Spieler-Chancen und 0,5, also 1 zu 200 die Chance auf einen 4-Sterne-Spieler. Und bei ihm ist das, glaube 2-Sterne-Spieler ist ein bisschen weniger Chance, 93% oder so. 3-Sterne-Spieler und 4-Sterne sind leicht erhöht, also 3-Sterne so vielleicht dann auf 5, bin mir gerade unsicher, und 4-Sterne-Spieler auf 1, irgendwas. Und er hat halt noch den 5-Sterne-Spieler dabei mit 0,5. Ich kann war es 0,5 oder war es sogar noch weniger? Ich weiß es nicht, kann auch 0,1 gewesen sein. Aber, also man hat von den 2-Stern-Spielern ein bisschen Prozente weggenommen und die halt noch verteilt. Aber es ist halt nicht sonderlich besser. Er hat halt nur die Chance auf 5-Sterne-Spieler, die ich ja gar nicht habe. Deshalb habe ich auch mal drüber nachgedacht, ob das überhaupt sinnvoll ist, das hier zu machen. Deshalb wollte ich ja nachfragen. Aber dieses Scout-Update, das kommt erst ziemlich spät. Ich überlege gerade, habe ich nicht vorhin schon den Rechtsverteidiger 3 Sterne gezogen? Habe ich den verpflichtet? Ich glaube, ich habe einen. Oh, zum Glück habe ich den bekommen, oder? Warte mal. Oder habe ich den verpflichtet? Oh, ich habe ihn verpflichtet. Jetzt wird's interessant, meine Freunde der Sonne.
Es ist nämlich so, dass wir jetzt eigentlich Dempsey und diesen Typen hier, dass die besser sind als Hurst und der andere. Problem ist, die sind halt momentan viel besser. Also, ich weiß nicht, sollte ich, eigentlich müsste ich ihn verpflichten, aber dann muss ich erstmal jemand anderen gehen lassen. Und ich glaube, ich entscheide mich für Jakobian. Den brauche ich ja nicht mehr. Nein, nicht Aufwertung. Verkaufen. Krieg ich ein bisschen Geld. Dann kann ich den hier gleich mal aufwerten. Und ja, geht weiter, ne? Den verpflichte ich natürlich. Also irgendwann, wenn ich die hoch genug, also beide auf 5 oder so, dann werde ich auch Hurst und den anderen Rechtsverteidiger verkaufen. Dann haben wir gleich einen besseren Stamm und einen besseren Ersatz. Also das ist schon gut. Also haben wir keinen Zwei-Sterne-Spieler mehr dann bald in unserer Startelf. Das ist wichtig und richtig. Gut. Dennis Thornton, den braucht man nicht. Also nach dem Video werden wir über 200.000 Dollar oder was auch immer das Scheine nennen sie es hier, gut gemacht haben. Weil für jeden Zwei-Sterne-Spieler, den wir nicht brauchen, kriegen wir 1.000 Scheine. 150 Mal den Scout beauftragt. Das wird heute ansteigen auf 367. Genau. Gut. Ja, ich glaube, Konst hat einige tausend Male den Scout beauftragt. Also da bin ich noch weit von entfernt. Auf FIFA Mobile ist er übrigens auch ziemlich krass. Hat glaube alle Spieler in der Startelf. Also ich habe nur gesehen, weil es wurde ja neulich die Gesamtstärke erhöht, also die Obergrenze. Du kannst die Spieler auf Level 114 bringen und er hatte halt alle auf Level 112 und dann hat ein paar. Ich glaube, der hat da einfach Spieler gekauft. Das kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Also auf so einem Markt, wenn man das vielleicht bei Ultimate Team kennt. Ich selber habe das eigentlich nie so richtig gespielt. Da kann man einen Spieler kaufen und hat halt Spieler mit Stärke 100 gekauft, um dann seine Spieler von 112 auf 114 zu bringen. Das ist halt ziemlich krass, wie gut er ist. Ich frage mich übrigens auch, ob ich die Akademie in FIFA Mobile überhaupt abschließen werde, weil dann bekomme ich Chemie als Wert und den muss ich auch beachten. Und das ist ja irgendwo vielleicht auch ein Hindernis, nämlich dann muss ich halt darauf achten, welche Spieler spielen. Aber vielleicht ist es ja so, wenn die Chemie gut ist, dass es ja noch sicher einen extra Boost gibt. Also ich denke mal, ich werde das machen. Also ich werde das nicht irgendwie blockieren. Also genau, denke ich mal. Richtig. So werde ich es machen. Ich glaube, das Stärkste der Gesamtheit deines Teams. Also da steht ja immer unten so ein Durchschnitt, das Stärkste kann irgendwie über 150 sein, weil du kannst hier auf Level 114 haben, dann den Skill Boost auf plus 35 bei jedem, das ist 149 und dann geht es vielleicht auch wegen der Chemie wahrscheinlich dann auch noch. Na, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der bringt sogar mehr Geld, ich habe jetzt gar nicht hingeguckt, wie viel der bringt, vielleicht 1500. Ja, also ich denke, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich einen 4-Sterne-Spieler bekomme. Bei 0,5%. Und Konsti hat schon zwei 5-Sterne-Spieler gezogen mit 0,1, glaube ich, Prozent. Nämlich einen Linksverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Mal gucken, ob bald der zentrale Mittelfeldspieler, den er gezogen hat, bald fertig ist für seinen Stammelf, weil der war auf Level 18, glaube ich, beim letzten Mal. Nee, da habe ich auch schon Ersatzspieler auf, genau, einen Ersatzspieler habe ich da auch schon, im zentralen Mittelfeld mit 3 Sternen. Also brauche ich den nicht. Jetzt habe ich wieder nicht verguckt, wie viel Geld er mir bringt. Man könnte dann ja, wenn man ganz verrückt ist, mal, also ihr könnt das ja gerne machen, ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Ich denke, ich habe die Zeit dafür, dass ihr in die Kommentare schreibt oder euch selber mal ausrechnet. Wie viele von denen, ich weiß nicht, waren es 253 Spielern, 2-Sterne-Spieler waren, 3-Sterne und 4-Sterne, und ob das von den Prozenten her so übereinstimmt, so ähnlich, wie mit dem, wie es angegeben ist. Also ob wirklich 4,5% 3-Sterne-Spieler waren. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, nee. Obwohl, naja gut, ich habe jetzt schon 2 gezogen. 3 weitere kamen oder 2. Also das haut schon vielleicht doch ein bisschen hin. Aber 4 Sterne lässt noch auf sich warten. Das ist halt ein bisschen doof. Weiß auch gar nicht, wie lange das Video gehen wird. Wir haben ja immer noch 191 übrig. Das ist krass.
Er hat erstmal 70 geschafft. Also ich glaube, wir kommen viel zu langsam voran. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen schneller. Und selbst wenn das Video dann theoretisch sogar kürzer ist, ist es ja egal, ist eine Special-Folge. Habe ja heute auch eine Special-Folge von FIFA Mobile hochgeladen, wo ich ziemlich krasse Spieler gezogen habe. Ich muss auf jeden Fall jetzt jeden Tag noch ins. Ich weiß nämlich, warum ich dich ziehen konnte. Das geht mit Herbst-Tokens. Die bekommt man immer, wenn man jeden Tag ins Game reinging. Während des Herbstfestivals. Während das Herbstfestival aktiv ist, kriegt man jeden Tag 100. Also jeden Tag 90 plus Spieler sozusagen. Das ist halt krass. Das Einzige, was momentan bei mir schlecht ist, ist die Defensive. Aber, nee, ich bekomme Ødegaard.